Ich glaube, ja, das wäre schwierig geworden. Weil ich bin ja da langsam wach geworden. Das war ja also zufällig auch die Zeit meines Erwachens. Und dann hatte ich meinen Mann, der da schon eigentlich viel weiter war, der war ja auch 5 Jahre älter als ich. Und das hat ja damals viel ausgemacht, wenn man selber 20 war und er war schon 25. Und der sich schon mit viel mehr Sachen auseinandergesetzt hat. Und als ich gerade so in der Bewusstwerdungsphase war, was das heißt, in der DDR zu leben, da kam dann die Wende, ein Glück. Also, ich möchte mir das nicht ausmalen. Glücklich wäre ich wahrscheinlich nicht geworden. Aber ich gehöre nicht zu denen, die einen Ausreiseantrag gestellt hätten. Ich war auch am 18. März 1990, als die Volkskammerwahlen waren. Ich war total schockt, dass die CDU gewählt wurde. Ich war wirklich der Meinung, ich möchte eine andere DDR. Ich möchte kein Krenz, kein Honecker und diese alten Typen noch länger sehen. Aber ich dachte, mit dem Land ist noch was zu reißen, dass das dann so abgewählt wurde. Auf dem Trip war ich nicht. Also so weit habe ich nicht gedacht. Ich kann aber nicht sagen, wie die gewesen wäre 5 Jahre später oder so. Das weiß ich nicht. Was haben Sie November 89 gemacht? Na, ich war zu Hause. Ich habe, nee, wie war denn das? Ach so, mein Mann hat ein Konzert gehabt im Haus Jungen Talente am 11. November. Und da habe ich vorher noch meinen Sohn zu meiner Mama gebracht, dass er da schläft, weil ich nicht wusste, wie lange das Konzert geht. Aber dann war irgendwie, ich habe mir das Konzert nicht bis zu Ende angeguckt und bin dann irgendwann nach Hause gefahren. Wir haben in der Habersaatstraße gewohnt. Das war zwischen dem Grenzübergang in Berlinstraße und Chausseestraße. Also wir haben wirklich im Hotspot gewohnt. Beide Grenzübergänge so 200 Meter voneinander entfernt. Mein Mann kam dann irgendwann kurz vor Mitternacht nach Hause und hat gesagt, er hat das schlimmste Konzert seines Lebens gehabt. Ich sage, wieso, was war denn los? Du, die sind während des Konzertes, sind die alle abgehauen. Ich sage, das ist ja furchtbar. Dann haben wir erstmal eine Flasche Wein aufgemacht und uns betrunken, weil wir gesagt haben, was ist denn jetzt los? Man hat schon gespürt, dass irgendwas in der Luft ist. Aber im Leben hätten wir nicht gedacht, dass die Mauer geöffnet hat. Ja, und dann sind wir am 9. November dann Mitternacht ins Bett gegangen und morgens aufgestanden und wir haben auf dem Hinterhof gewohnt und bei uns war alles voller Trabis, wirklich alles voller Autos. Und ich wusste ja nicht, was los ist. Und dann wollte ich zur Arbeit fahren. Die Straßenbahn, die erste fiel aus. Auf Arbeit war keiner. Und dann habe ich so mitgekriegt an der Straßenbahnhaltestelle, dass die Grenze aufgemacht haben soll. Aber das habe ich nicht geglaubt. Bin erstmal wieder nach Hause gefahren. Das war mein 10. November. Was haben Sie damals gearbeitet? Da habe ich bei der Stephanus-Stiftung noch Haare geschnitten für Behinderte, weil ich fand, also es war freiwillig. Und die Behinderten hatten immer so blöde Haarschnitte. Also diese mit dem Down-Syndrom hatten immer diese Topfschnitte. Und das fand ich doof. Und da habe ich denen immer fesche Frisuren gemacht. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren und dann hat mein Mann schon gesagt, du stell dir vor, hier hat einer von Sat.1 angerufen und hat mich eingeladen und so und so. Und er hat gesagt, wie soll denn das gehen? Wie soll ich denn in die Deutschlandhalle kommen und so? Und dann haben wir langsam mitgekriegt, dass die mal aufgemacht hat, aber wir haben so im Hotspot gewohnt. Ich hatte so überhaupt keine Lust, mit den Massen rüberzugehen, dass ich erst irgendwie 14 Tage später dann in den Westen gefahren bin. Der lief ja dann auch nicht mehr weg.